Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Paranormal. Ja, turnusmäßig wäre heute eigentlich der zweite Teil von The Scourge dran. Ich hätte da auch große Lust drauf gehabt, aber ich bin irgendwie mal wieder ziemlich angeschlagen. Mir dröhnt so ein bisschen der Kopf. Und The Scourge ist ja nicht so ganz ohne. Da muss man bei der Sache bleiben, weil einen das ziemlich verwirrt, absichtlich verwirrt. Und ich wollte diese schöne angehende Reihe jetzt nicht durch so ein Maus-Let's Play unterbrechen. Und wollte eigentlich gar nichts aufnehmen, habe aber dann doch noch mal ein bisschen gestöbert. Ist da vielleicht irgendwas Unkompliziertes, was wir uns anschauen können? Und wahrhaftig, Paranormal. Ist es wohl im Wesentlichen ein Walking Simulator, soll paranormale Phänomene simulieren, die wir auf einem Weg zum Flughafen, glaube ich, wo wir zu den Freunden aufschließen wollen, erleben. Und ist es wohl auch randomisiert, da ist jedes Erlebnis individuell anders. Ja, darum dachte ich, da schauen wir mal rein, das könnte ja was sein. Haben wir ein bisschen was Nettes zum Anschauen. Probieren wir es aus. Los geht's. Spoiler. Nein, es wird scheiße. Geht wohl so ein knappes Stündchen Durchgang. Passt. Eine volle Stunde scheiße. Die Rezensionen sind übrigens sehr wechselhaft. Es gibt Leute, die hat das angefixt und solche, die finden das total doof. Zu Recht. Okay, hier sind wir stecken geblieben. Februar 2004. Okay, wir sind 10 Sekunden drin und haben schon 2 Achievements. Was war das da? Hm. Da ist es. Das Sounddesign ist schon mal echt cool. Das holt mich gerade voll ab. Geil. Hm. Okay. Ist es klug, dem nachzulaufen? Vielleicht ist es ja was Böses. Wo ist eigentlich unser Auto? Sehe ich jetzt schon nicht mehr. Läuft. Na gut. Weise mir den Weg, flirrendes Licht. Ist auch gar nicht spooky hier. Es ist, ja, ein netter Waldspaziergang. Ich höre Stimmen daraus. Ich sollte keine Stimmen daraus hören. Ich mache mal meine Stimme ein bisschen leiser. Hat gerade ein bisschen übersteuert, ne? Sorry. Wohin geht die Reise? Hm. Tja. Etwas unbefriedigend. Oh, aber da ist was. Sehr gut. Ein Haus. Das ist gut. Nachts, bei klirrender Kälte, finde ich ein Haus. Das ist gut. Also nichts wie mit Horror. Sogar schöne Musik. Hm. Ich kann übrigens Zoom, habe ich festgestellt. Was kann ich denn noch? Oh, das Haus hat kein Dach. Ja, sehr schön. Okay, aber das ist vielleicht auch nur das Vordach. Ah, ein Feuer. Zwar noch kein Dach, aber ein Feuer.
Ah, das ist Radio. Ich höre ein Radio. Kann aber kein Wort verstehen irgendwie. Wer hat das Feuer angezündet? Seltsam. Tja, es gibt eigentlich nichts, was mich in diesem Haus hält. Gehen wir doch mal weiter. Da ist übrigens wieder das flirrende Licht. Oh, eine Axt, die hätte ich gern. Und das Übliche, wir lassen alles Nützliche zurück. Was war das? Oh mein Gott, okay. Ich laufe dann mal. Das ist jetzt unangenehm. Oh mein Gott. Ich hoffe, das Licht weiß, wohin es mich führt. Und führt nicht am Ende diese Anomalie da hinten. Ist er noch hinter mir? Nee. Gut. Naja, dann. Okay, der Arm ist völlig außer Puste. Okay, es ist direkt mal so ein bisschen ruhig. Schnauf, schnauf. Quietschschnauf, ne? Das Licht ist weg. Das ist ein komischer Gesang. Ich weiß nicht, ob ich da sein will. Ob irgendwer da sein will. Ist das ein Windspiel? Weißt du, als Kind, da hatten wir so auf Klassenfahrten immer mal eine Nachtwanderung gemacht. Immer mal, das ist Quatsch. In meinem ganzen Leben, glaube ich, zwei. Das klang gerade ein bisschen falsch. Aber ich stelle mir vor, das wäre da mal passiert. Ich wäre durchgedreht. Wäre nie wieder nachts rausgegangen. Das klingt interessant. Aber da ist nichts. Es wird doch nicht lauter, wenn ich hingehe. Hello? Mr. Music Maker? Ich sehe das Irrlicht nicht mehr. Könnte ein Problem werden, aber damit befassen wir uns später. Nee, ist tatsächlich nichts. Gehen wir mal wieder zurück, würde ich sagen. Ich hoffe, ich finde den Weg noch. Ich bin im Wegfinden nicht so gut. Man könnte sogar sagen, ziemlich schlecht. Auf jeden Fall nicht gut. Okay, so wie es aussieht, kann ich nicht beliebig lange sprinten. Ja, da ist der Weg. Sehr gut. Hab ihn gefunden. Hier ist es fast ein bisschen idyllisch. Können wir hier nicht einfach bleiben, bis es Tag wird? Nein, natürlich nicht. Das Licht ist schon wieder weg. Das ist einfach ein Stein, ne? Gut. Die Zeit schreitet gar nicht voran, die ist irgendwie eingefroren. Meiner Bodycam. Ist das Irrlicht da hoch?
Wohin will es mich führen? Wo ist es überhaupt? Ist es schon wieder weg? Immer rennt es weg. Ach, da hinten. Gut. Aber zugegeben, wenn man jetzt so hier lang geht, ohne Schnaufquietsch, ne? Ist es schon eine vereinnahmte Atmosphäre, oder? Hat was. Es hat fast ein bisschen Park-Flair jetzt. Es wird langsam netter. Ich fühle mich nicht mehr so ganz verloren auf weiter Flur. Jetzt wird alles gut. Ich glaube, jetzt wird alles gut. Mhm. Ich fühle mich so ein bisschen veralbert von diesem Licht. Hm. Ein Ast und ein Stein. Wenn das schon die Highlights sind, wissen wir ja, woran wir sind. Aber gut, aber gut. Was? Oh, jetzt, ich glaube, da ist was überhaupt nicht Neues. Nein, es sind nur wieder Bäume, ein schwarzer Himmel, Schneeflocken und Gestrüpp. Und ein Irrlicht. Oh, Moment. Ein Friedhof. Ah, und das Achievement heißt We all end up here one day. Irgendwann enden wir hier alle. Das ist wahr. Oh, ich kann sogar springen. Zum Glück bin ich davon nicht abhängig. Man stellt sich vor, wir hätten hier einen Jump'n'Run mit dieser Springmechanik. Da wird man ja besoffen. Wer liegt denn hier? Tpak. Oh, ich kann es nicht lesen. Aber er wurde immerhin 83 Jahre alt. Und das ist seine werte Gemahlin. Die wurde 85 Jahre alt. Oh, das sieht interessant aus. Ich höre hier was. Muss mir das Sorge bereiten? Vielleicht gehen wir einfach. Wäre eine Maßnahme. Noch will ich hier nicht verweilen. Zu früh. Oh, da hinten sind besonders große Grabmäler. Okay, ich bin weg. Ich folge wieder meinem Irrlicht. Wo ist mein Irrlicht hin? Da hinten. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich war nur auf der Durchreise. Alles cool. Oh, Junge. Da war jemand nicht sehr erfreut, mich zu sehen. Oder besonders erfreut. Ich meine, das drückt ja jeder auf seine Weise aus. Und er vielleicht so. Was ist das? Und das? Ach, das sind toll. Das ist eine Toilette, ne? Ziemlich sicher, ja. Toilette. Hübsch. Haben wir gerade keinen Bock mehr auszuscheiden. Hm, okay. Hier ist jemand mit den Grabvorbereitungen wohl nicht ganz fertig geworden. Tatsächlich, das ist immer noch Friedhof. Der ist echt groß. Mitten in der Einöde. Ja, ich folge weiter meinem Freund dem Licht. Das hat mich bisher noch nicht ange... kommt man das nennen? Fauchen? Schreien? Knurren? Also das hat mich noch nicht mit negativen, lautmalenden Verben bedacht. Meine Güte, war das furchtbar formuliert. Ja, ist hübsch hier. Und irgendwie kein bisschen anders wie auch sonst die ganze Zeit. Man hätte hier so ein paar Gimmicks einbauen können. Zum Beispiel, dass man Schneebälle rollen kann. Oder einen Schneemann bauen. Das wäre schön. Schneemann bauen. Der dann zum Leben erwacht und einem den Kopf abbeißen will. Oder irgendwie sowas. Ja. Oh. Das war fix. Ich sitze hier oder stehe hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn ich jetzt angegriffen werde, keine Chance. Batsch, weg. Pech gehabt. Und Friedhof zu weit weg. Kein guter Ort zum Verweilen. Oh ja, ich mag es ja, wenn Kerl mir ins Ohr schnauft. Ganz schön, herrliches Feeling.
Gameplay aus der Hölle. Was war das? Das ist schon wieder so eine Anomalie, ne? Uns den mal genauer angucken. Der geht ja vor mir weg. Hallo? Mr. Gruselmann? Wo soll's denn hingehen? Was ist denn da hinten? Oh, okay, okay, okay. Ja, war keine gute Idee. Ja, 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 ja. Schrei, Mann. Immer machen sie Stress. Oh, sieh mich an. Ich bin gruselig und eklig und stoße markerschütternde Schreie aus. Lauf von mir weg. Ganz toll. Ich glaube nicht, dass man dafür einen Schulabschluss braucht oder Talent oder Charisma. Streng genommen braucht man nicht mal den aufrechten Gang. Also blast dich bloß nicht auf. Ich bin nur gekränkt, weil ich Angst hatte. Na gut. Oh. Oh, ist gerade so schön ruhig. Oh, auf zu atmen, Junge. Du holst die ganze kalte Luft in den Körper. Ein Platz der unerfüllten Hoffnung. Ja, so kann man es nennen. Ich finde, das beschreibt das Spiel ganz gut. Hätte mir schon ein bisschen mehr erhofft. War da wieder was? Oh, wir haben fast sowas wie Musik. Bam, bam. Bam, bam. Oh Mann. Was für ein verwunschener Ort. Welche Geheimnisse vermag er uns nicht zu offenbaren? Was hat er vor uns zu verbergen? Was lauert in seinen tiefsten Abgründen? Notdürftig verborgen unter Moos und Schutt und Schmutz. Durchweicht vom Schnee und von der Fäule des vergangenen Jahrhunderte. Ich hab keine Ahnung. Laufen wir weiter. Ja, hübsch habt das hier. Warum nochmal bin ich hier unterwegs? Warum ist es seit 20 Minuten 3.40 Uhr? So wird's ja nie taghell. Oh, was ist jetzt los? Alarm? Was ist los? Panik, Panik! Oh je. Irgendwas ganz Schlimmes bahnt sich an. Unsichtbarer Schrecken, das ist der Schlimmste. Da hinten, da ist was. Ich sehe was. Ihr auch, oder? Wollen wir da mal hin? Natürlich wollen wir da hin. Frage ich so dumm. Ist das Irrlicht da auch hin? Das Irrlicht ist weg, ne? Auch da ist es. Aber ich will das. Ich will mir das ansehen. Was ist das hier? Oh, ist aber noch sehr weit weg. Oder? Ja, es ist weiter weg, als ich dachte. Dann folge ich doch mal dem Licht. Vielleicht kennt es ja den Weg dorthin. Kann man sich nicht vorstellen, dass das unbeachtet bleiben wird. Leite mir den Weg.
Mr. Irrlicht, Sir. Licht, Sir. Irres Licht. Das ist ganz weg, ja, okay. Das kann ich ja auch genauso gut hinrennen. Nur mal umgeguckt. Nee, nichts da. Aber wo ist jetzt... Wo ist jetzt... Ich hab's doch eben noch gesehen. Wo ist... Da, okay. Dann lauf... Da hinten ist es auch, ne? Da leuchtet was. Jawoll. Alles klar. Das ist gar kein... Es sah aus wie so eine Burgruine oder ein diabolisch geformtes Schloss, aber es ist eine Rakete. Wohin soll's denn gehen? Und nehmt ihr mich mit? Okay, das ist groß. Und schon fast ein Stilbruch. Moment, ist das hier irgendwie ein Zugang? Nee. Oha. Das könnte Kontrollturm sein. Wird ja wohl sicher nicht auf die Rakete steigen, oder? Ja, hier geht's irgendwie rein, oder? Oder? Frage ich euch, ihr wisst es doch auch noch nicht. Okay, das ist zwar nur der knackende Steh, alles gut. Alles gut. Mir geht's gut. Keine Gefahr, glaube ich. Das ist eine Leiter, da will ich mal hin. Leiter. Leite mich. Will sie nicht. Okay. Tja, also, ich bin mir sicher, es gibt Leute, die wollen mich zum Mond schießen, aber so muss ich es nicht tun. Ist das wieder was Böses? Wahrscheinlich, ne? Ich doch lieber direkt zu meinem Freund der Rakete. Oh Leute, das kann doch nicht sein, dass ich eine Treppe hochspringen muss. Oh, Entschuldigung. Okay, wenn die jetzt zündet, bin ich im Arsch. Nett. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt positiv oder negativ darauf reagieren soll. Was soll ich denn jetzt hier machen? Wo ist denn der Blue Man? Da hinten. Er ist dort, ich bin hier, wir sind uns einig. Aber ich glaube, da führt kein Weg hin. Oder doch? Ich nehme alles zurück. Aber bitte jetzt einfach hochgehen, ne? Das gibt's nicht. Muss auch wieder hier springen. Ja, von mir aus. Tja. Bisschen größenwahnsinnig. Bekommen nicht mal Treppen so hin, dass man sie gehen kann. Aber wollen eine Rakete ins All schießen. Naja. Lass mich raten, die funktioniert nicht. Hm. Genau. Zündet die gerade? Nee. Generell frage ich mich gerade, was ich hier machen soll. Habe ich vielleicht der Taste übersehen? Input. Nee.
nichts vorgesehen zum Interagieren. Button-Bashing bringt mich auch nicht höher. Da bin ich hier ganz umsonst hochgerannt. Moment, was ist das da hinten? Da könnte... Ah! Ah, kein Sturzschaden. Alles gut. Gut zu wissen. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich glaube, ich renne da gleich mal schreiend in die Baumreihe. Dann schauen wir mal hier oben. Hier ist ein Zaun. Okay. Das könnte aber auch ein Segen sein. Vielleicht gibt es an irgendeiner Stelle einen Durchbruch. Tja, also hier geht es zumindest irgendwie weiter. Das ist doch schon was. Also, das ist doch was. Ich finde, das ist was. Ja, das ist schon was. Tja, also ich habe so den leisen Verdacht, hier ist einfach nichts mehr. Hier ist tatsächlich nur mal Vegetation. Das könnte eine gute Nachricht sein. Vielleicht sind hier besonders viele gestorben, dass die Bäume umso besser auf dem nur mehr fruchtbaren Boden gedeihen. Oh, ich will doch nicht mehr hier sein. Ja. Also, wenn wir bald keinen Schnee mehr haben werden, hier könnt ihr ihn nachholen. Schneespaziergangssimulator mit Anomalien und Raketen. Jetzt habe ich auch noch die Chance vertan, mich opfern zu können, wenn jetzt auch keine Anomalien mehr kommen. Oh. Okay. Bring mich ja nicht vom Weg ab, du Spinner. Hier ist der Weg. Gut. Eine weitere Chance, sich zu opfern, vertan. Ja, wie blöd von mir. Warum renne ich weg? Das hätte Erlösung sein können. Das macht einen hier irgendwie ein bisschen blöd. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Hi, öfter hier? Ich mag deinen Stamm. Wohin mag der Weg uns bringen? Auf Abwege. Oh Gott. Aus beim Merch Shop. Ich habe einen Merch Shop. Nein, habe ich nicht. Teufel werde ich tun. Alles schmeckt besser aus Tassen, aus denen alles besser schmeckt. Die Luft atmet mich. Nicht mehr ich die Luft. Der Boden wandelt unter mir, nicht ich etwa auf dem Boden. Alles ist relativ. Ich laufe nicht vorwärts. Ich werde nach vorne gezogen. Und zwar stärker, als ich rückwärts laufen kann. Alles ist relativ. Der Boden ist braun. Bodenbraun, 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 Bodenbraun. Und es ist immer noch 3.40 Uhr. Und ich bin ganz allein. Niemand vermisst mich. Aber ich vermisse auch niemanden. Das passt schon. Ihr könnt mich alle mal an meinem allerwertesten genüsslich ablecken. Ich beschmiere ihn auch mit Zuckerguss. Bin ja kein Unmensch. Kann ich mich nicht einfach einrollen und sterben? Ist das was? Ist das die Schwelle zum Nirvana und ich bin nur nicht bereit, hinüberzutreten? Halte mich am Tand der alten Welt fest, die ja doch nur aus Gestein und Kälte besteht und erlöschendem Leben. Ich bin gehüpft. Einfach so. Einfach nur, weil ich es kann.
Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der Schatten, der bleiern niederfällt, lastet grabesschwer. Von Elke Lasker Schüler. Jetzt teilt sich der Weg auch noch auf. Und was ist das? Ich bin wieder am Friedhof? Verdammt, Dax, ich bin wieder am Friedhof. Wie kann das sein? Ich will hier nicht sein. Aber hier war eine Anomalie. Zerreiß mich. Zerfetz mich. Kau mich durch und spuck mich wieder aus. Aber sei gründlich. Ist das so ein potthässliches Grab? Ist an einem Karton verbuddelt oder was? Und warum bekommt der Depp hier nur so ein Steinchen? Hältst du dich für was Besseres? Meine Güte. Der ist noch nicht mal eingesunken. Wer warst du überhaupt? 1999 gestorben. Das war vor 25 Jahren. Warum passiert dir nichts? Oh, das hat was. Das hat Stil. Hier habe ich nichts zu meckern. Könnte mich bitte jemand umbringen? Womit habe ich das verdient? Welch jüngstes Gericht hat meine Akte verlegt? Ich bin soeben im Kreis gerannt. Geil. Zum zweiten Mal ein Kreis im Kreis. Ich kreise um mich selbst. Ritsch, ratsch. Kopfmatsch. Endlich. Wo bist du? Zeig dich! Komm her! Danke! Ja! Genau! Ah, endlich! Nochmal? Auf keinen Fall!